kann kein DVD mehr spielen. Vorerst. Jetzt wird's bei mir... Hm? Danke, dass du mich fruchtbar machst. Danke. Sehr gerne. Hey! Nee, das, ich wollte gerade sagen, bei mir wird es erstmal kein DVD mehr geben. Ich brauche eine Fahrkarte. Was? Was soll ich machen, wenn ich sie spielen kann? Das würde ich machen. Weiß ich oder grün. Für das Schwert da. Ja, Ray. Na klar. Klar. Hier ist was die Fahrkarte. Ich habe ihn Klar. Na klar, hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Stelle ausgelassen. Ja, muss ich nochmal fahren. Nur wegen dieser einen Haltestelle muss ich gleich nochmal fahren. Oh Mann. Ja. Also ja. Die Strecke hier kriege ich, denke ich mal, mit dem hier fertig. Ja, ich habe gerade geträumt. No. Von mir? Auch mal träumen. Ja. Ja. Auch. Ich mal Bus fahren kann, so, noch besser als wir. Oh, und dann. Ich werde hier gemobbt von Albert. Albert aus. Das ist ja voll gemein. Du kleines! Ich bin voll gemein. Freddy-Bus bauen, was? Wieder für Twitch. Wie gesagt, such du eine Farbe aus. Kannst auch rot bleiben, so ist jetzt nicht. Was? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Sie haben meine... Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich hab Ihnen meine... Sie haben meine Fahrkarte. Na klar, hier, bitte. Ich hab einfach keine Schwarzfahrer. Ich sag's immer wieder. Ich hatte schon zwei. Und sie waren nicht mit Schuhcreme angemalt. Schweinerei. Bist du sicher? Ja. Na gut. Warum fahr ich so langsam? Ich werde immer langsamer. Der spricht alle. Hast du irgendeine, hast du M gedrückt oder so? Weiß ich nicht. Irgendeine Tür offen? Naja, mit Tür offen kann ich ja nicht fahren. Nicht mehr. Na, stimmt. Ja. Naja, ich hab's zur nächsten Haltestelle geschafft. Ja, immerhin. Jetzt müssen wir kriegen. Auf mein Raven, jetzt guckst du mal was aus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jetzt und? Wechselt alle 2 Sekunden seine Farbe, damit ich immer was Buntes sehe. Naja, du wolltest bunt, du hast nicht gesagt, dass es dauerhaft bunt bleiben soll. Also eine Farbe sein soll. Ja, mit ganz bescheuerten Dialog, nur um die Stille zu Für jeden Satz, den du jetzt schreibst, Raven, ja, erstmal Farbe ändern. Oh Gott, das wäre anstrengend. Okay, jetzt geht's wieder. Seltsam. Alle Farben des Regenbogens. Ja. Jetzt, oh nein, jetzt, nein. Du wechselst jetzt bitte nicht 26 Mal deine Farbe. Danke. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hat Twitch so viel Auswahlmöglichkeit? Twitch? Oh nein, er macht's halt wirklich. Nein. Nee, das, sowas darfst du Raven halt einfach nicht sagen, ne? Du kennst halt Raven einfach schlecht. Ja, nein, deswegen kenne ich ihn ja so gut. Man darf sowas einfach nicht als Vorlage nehmen. Ich habe auch gesagt, für jeden Satz, nicht für jeden Buchstaben. Na gut, na gut. Jetzt Satzanfänge. Er führt sie nur nicht aus. No. Ich sagte aber Satz, nicht Buchstabe. Okay, Raven, mach aus jedem Buchstaben dann einen Satz. Zählt da schon das Spam? Ja, eigentlich schon. Dezent. Eigentlich schon. Dezent. Also bei mir wäre es ein Spam. Also, Hybrid, du darfst dir das aussuchen, ne? Alter, jetzt fängt der nächste. Mappa ist so still. Mappa noch da? Klar bin ich noch da. Ja. Bin ich Schneekätchen. Oh, Zwillinge. Schon wieder. Und sie setzen sich nicht zusammen hin. Sehr komisch.
Verdächtig. Ja, aber haben beide eine Karte. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Wie oft wollen hier bitte? Ich hab hier aber auch ganz viele Zwillinge. Hier. Oh nein. Was lassen du da so, Raven? Sie haben meine, hab ich Ihnen schon gezeigt. Du bleibst davon aber nicht verschont. Aber 600 Sekunden würde ich dir eigentlich nicht antun. Hybrid, kannst du Raven Timeout geben? Für dieselbe Zeit? Das verdient. Raven greift durch. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ja, Hans kehrt schon wieder zur Familie zurück. Schön, ne? Wir müssen die Serie unbedingt mal gucken. Ja, ich werde nicht wissen, wie die Serie ist. Ja, ich kann dir auch gerne 600 Sekunden geben, Raven. Also, mir ist es egal. Ich brauche einige Fahrkarten. Bittelt wohl jemand drum. Ich musste deinen Stream leider ausmachen, Ryan. Raven, willst du 600 Sekunden haben? Oder Hybrid, du schreibst mir das mal kurz. Weil das ist nicht fair. Kitty? Ja, genau. Ich nehme ihm kurz die Motorrolle weg, dann wird er getimed und dann kriegt er die Motorrolle wieder. Ja. Ja, klar. Na gut, dann wäre es aber eigentlich auch einfacher, wenn du ihm selbst timeout hast. Wenn du schon Bust hast. Rein theoretisch. Standard. Oh, Mister kann ich nicht abkürzen. Oh. Naja. Dann fahre ich halt da. So, es gibt's bei mir nicht. Ich kann das nicht. Mann, Rave, lass mich in Ruhe. Ach, egal. Lass einfach. Raven wird schon sehen, was er davon hat. Egal. Du hattest mich schon bei dem ersten Hallo. Nein, das ist falsch. Das ist nicht der Text. Das heißt, egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Nein. Ja. Alles okay. Alles gut. Ja, ich werde sehr damit getriggert, weil Leute dann einfach immer egal sagen. Das hast du gesagt, ich hab das weiterhin. Ein Regal. Tschüss. Luna. Egal, nicht Regal. Wobei Regal geht auch. Regal. Regal. Du hattest mich nach dem Hallo. Oh. Auf der Mauer. Oh, wir haben eine neue Farbe. Eine kleine Wanze. Na, auf der Mama, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Nehmt euch mal die Wanzen, wie meine Hirnzellen schalten ab, wenn ich mich. Auf der Mauer, auf der Lauer. Nein, die muss da hinten die Fahrt noch machen. Weil da jeweils nur drei sind. Oh, ich hasse mein Leben. Die Leute hier sollten zum Psychologen gehen. Nein. Die eine hat eben gesagt, manchmal komme ich mir so vor, als wenn ich in einem Spiel wäre. Also außer die eine Haltestelle hast du tatsächlich alle auf. Ja. Ja, ist halt die ich verpasst habe, ne? Weil ich gerade auf den Chat geguckt hatte. Also meine muss man noch zweimal fahren, weil die hinteren nur jeweils drei sind, die letzten beiden. Okay, dann fahre ich danach die noch einmal. Ja, ich fahre die jetzt auch noch einmal. Ich würde sagen, wir fahren die beide jetzt dann zusammen und dann würden die Feier abmachen. Wahrscheinlich. Sonst wird's zu spät. Ich möchte hier noch ein bisschen schlafen. Geht sich um 11, 12 das Stream wieder anschmeißen. Ja, ich bin wahrscheinlich dann noch nicht da, aber ich komme dann wahrscheinlich. Wie lange schläfst du morgen? Bis 17, 18 Uhr in dem Dreh. Bis dahin sollte ich wach sein. Weil ja 20 Uhr ist hier Mod-Treffen. Wenn möglich nicht mehr streamen. Ja, bis dahin sollte ich von den Toten auch verstanden sein. Das ist gut. Ich kann aber nichts versprechen. Musst du auch nicht. Okay. Wie gesagt, ich muss halt gleich wirklich. Spät. Aber dann haben wir wenigstens das ja auch schon fertig. Dann können wir beim nächsten Mal
weitermachen. Ich werde es ja sowieso genötigt, das dann auch noch privat weiterzumachen. Ich kann dich erwecken. Von meinem inneren Monk. Und wer weckt mich? Als ob er das macht. Ich kann dich auch wecken. Als ob der das macht. Wie kommt's? Mach ihn doch mal. Nee, das macht er nur bei Pandas. Ja, gut, das ist ja arbeiten. Der kann mich ja nicht wecken. Der weckt mich dann um 6 Uhr morgens. Da will ich aber nicht geweckt werden, dann will ich pennen. Ja gut, da würde ich auch nicht aufstehen wollen, wenn ich jetzt so aufspielen würde. Luna, du wirst definitiv noch schlafen. Weil du meistens um die Uhrzeit schläfst, wenn ich aufstehen will. Aber Hybrid, das würde ja voraussetzen, dass du da schon wach bist. Das auch. Die letzten Male, wo es dann hieß von wegen, ja, ja, ich rufe dich an, hast du auch noch geschlafen um die Zeit. Also, Albert, du kannst es versuchen. Ich stelle mein Handy auf laut. Du kannst es gern versuchen. Kommt aber drauf an, wann, ne? Musst du mir Zeit sagen. Vor 10 Uhr. Ja, da brauchst du mich nicht wecken. Soll ich jetzt tun? Deswegen, um die Uhrzeit wird keiner wach sein. Zwischen 9 und 10. Und nicht 19 Uhr. Definitiv nicht. Es ist nicht 19 Uhr gemeint. Papa! Ich krieg nicht meine Hupe zurück. Ah, doch da! Eine leise Hupe. Papa! Das ist doch zu früh, sag ich doch. Keiner wird um die Uhrzeit wach sein. Ja, nicht die, die jetzt hier noch wach sind, das stimmt. Weil, ganz ehrlich, wenn ich um 13 Uhr, wenn ich um 13 Uhr aufstehe, dann brauche ich auch nicht mehr zu streamen. Oder 14 Uhr. Wenn ich da erst aufstehe und dann für 2 Stunden den Stream anmache. Also. Bin spätestens um 11 wach. Um 11, ja. Ja, toll. Selbst 11 Uhr ist so spät, weil 11 Uhr. So schon 11 Uhr 12 will ich starten. Inklusive Essen und meine Großmutter anrufen. Ich brauche eine Fahrkarte. Also ist nichts mit wecken. Muss ich alleine aufstehen. Wie immer. Es tut mir leid. Nicht du. Doch, du bist ja aufwenden können. Nee. Ja, an sich schon. Aber ja, nee. Das schaffe ich, glaube ich, gesundheitlich nicht. Du brauchst deinen Schlaf. Ja, eher eben. Wie ist denn? Momentan ist so, ey. Wie ist denn? Deswegen sage ich ja, ich werde wahrscheinlich zum Start nicht da sein. Es sei denn, ich schlafe so kacke, dass ich dann wirklich schon wieder wach bin. Das kann auch passieren. Dann quäle ich mich aber durch den ganzen Tag. Siehste. Das ist ja nicht schön. Siehste. Nee, also, aber Ende vom Lied, ich stehe alleine auf. Bei Frühstück weckt mich auch nicht. Und um 6 Uhr will ich nicht aufstehen. Ja, nee, wenn du jetzt noch wach bist, würde ich da auch nicht aufstehen wollen. Er kommt zwar rein, sagt auf Wiedersehen, dass er fährt und so weiter, aber ich penne dann weiter. Ja, du bist dann so im halb tot. So ja, das Einzige, was ich dann noch mal, also sagen wir so, ich sag ihm sogar noch richtig Tschüss, ich bringe ihn sogar manchmal noch zur Tür. Aber die war rot! Und? Ich stehe um 10 auf, wenn ich es schaffe und wecke Aidaria. Raven, und wie willst du mich wecken? Das ist meine Nummer nicht. Discord habe ich nicht auf dem Handy. Da kannst du mich nicht anrufen. Wie willst du mich wecken? Was? Habe ich ihn schon am Ende gezeigt. Steht er vor meiner Tür. hat meine Hausnummer rausgefunden. Angel, meine Adresse. Hat dieselbe Idee. Er hat geschrieben, Raven klopft einfach ans Fenster. Ich glaube, dann springt auch aber unser Hund im Dreieck, wenn dann plötzlich jemand Fremdes auf dem Grundstück ist und am Fenster klopft. Ja, aber dann bist du wach. Dann bin ich wach. Dann wahrscheinlich nicht durch Raven, sondern also, eher durch den Hund. Ausgelöst von Raven. Ja, genau. Also im Endeffekt. Ja, indirekt. Indirekt von Raven geweckt. Genau, das ist richtig, stehen also. Die Nachbarn da vom Zaun und knicksen erstmal. Danke. Ja, das tun die auch noch. Wobei nicht, zu der Zeit sind die meisten schon zur Arbeit gefahren. Die kommen dann erst. Raven, bitte eine Fahrt, also fahren gegen 8, 9 Uhr bei uns vorbei. Ja. Und abends kommen sie dann meistens auch vorbei, sitzen da beim Nachbarn mit einem Bierchen und wenn sie einen sehen, dann fangen sie an zu knicksen. Und du denkst dann nur so, what? Ja, Angel, stimmt.
Raven hat geschrieben, Discord-Call oder sie geben mir ihre Nummer. Hör doch mal auf, die Leute hier zu sitzen, Mann. Ich bin doch keine 50. Muss mich nicht siezen. Muss ja dann auch nicht siezen. Die sind jünger als ich teilweise. Nicht alle, aber teilweise. So alt, also so viel jünger als du bin, ne? Du bist trotzdem jünger als ich. Ja, aber ich bin nicht so viel jünger als du. Aber jünger. Wir sind, du bist nicht die, mit der ich am nächsten gerade dran bin, von allen, die ich gerade kenne. Ja, das sagt vieles aus über uns. Also, das ist kein Unterschied. Oh. Ein paar Wochen. Das ist echt nicht mein Wetter. Welcher Monat? Weißt du? Bis dann. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Ich hab dir mein Datum schon genannt. Stimmt. Ich hab dir mein Datum genannt. Ich hab's dir eingespeichert. Das war fast ein Jahr, glaube ich. Fast ein komplettes Jahr. 11 Monate. 11 Monate sind. Ja, siehste? Sieh, von die paar Wochen. Ja, siehste? Paar Wochen. 11 Monate. 11 Monate sind wir auseinander. Würden Sie es bitte unterlassen, andere Leute zu siezen? Das wird nicht besser, das wird nicht besser, das wird nicht besser. Ich hab mir deinen Geburtstag eingespeichert. Ich vergesse nur, deswegen speichere ich mir das mittlerweile ein. Ich bin so alt, dass ich mir das nicht mehr merke. Ja, aber denkst du, ich merke mir Geburtstage? Ja, meiner ist einfach. Ja, deinen habe ich mir gemerkt. Ja, der ist weil du im gleichen Monat Geburtstag hast wie meine Mutter. Oh, kann ich nicht. Doch, Raven, kannst du. Raven, sieht dich ja auch aus. Nicht. Sonst siezen wir dich auch. Ihr steht euch als Senna, ja. Nicht nur vom Geburtsdatum her. Aber ich glaube, Raven würde das nicht mal stören, wenn wir ihn siezen. Nee, wahrscheinlich nicht. Hier wird es wahrscheinlich verliebt. Weil, ja, eben. Aber ich fühle mich dann halt einfach nur noch älter, als ich eh schon bin. Hey! Was möchte ich mit dieses Thema heute mit dem Alt? Heute ist einfach der Stream der Alten und der schlechten Witze. Okay, jetzt fühle ich mich wirklich alt. Was für ein Command, was? Nächster Halt, Rathaus. Achso, Raven aus. Achso, ja, stell dich noch ein. Das kriegst du noch, das kriegt Hybrid, kriegt das noch, Aidaria kriegt das noch bei Wieso mir. Wieso ich? Ich hab nichts gemacht. Da war eine rote Ampel und 16.000. Ja, selbst schuld. Weißt du, wenn du ein Aidaria ausmachst, mach ich einen Ryan aus. Und den nutze ich ständig, aber, wenn du da bist. Hä, aber wenn ich nichts tue? Ja, ich tue bei dir auch nichts. Ich bin voll nett. Netter als bei mir im eigenen Stream. Ich bin voll unschuldig. Ich lass bei dir noch nicht mal schlechte Witze ab. Das stimmt. In der letzten Woche. Also. Warum werde ich gemobbt? Warum? Wir haben nichts getan. Oha. Das wäre nicht die perfekte Position. Ich will kein Aidaria aushaben. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Okay, dann kriegst du rein. Hauptsache bei Aidaria kommt kein Raven aus. Oh doch, da kommt er auch. Ja, Mann. Darf ich bitte über mein eigenes Stream entscheiden, wer ihn auskriegt? Nein. Ist vorbei. Raven ist bei mir nicht so oft im Umfug zu treiben. Doch, doch. Nein? Doch, doch, der kommt jetzt öfter vorbei und macht Unfug. Das können wir schnell ändern, siehst du? Hybrid sagt das auch. Nein. Rote Ampel, ja, ich darf jetzt auch irre fahren. Ich darf jetzt auch wieder irre fahren. Vor allem wieder. Doch, hättest du doch schon die ganze Zeit. Wer hat dich abgehalten? Ihr innerer Monk. Ja. Ey, aber wir haben mittlerweile 3 Millionen, ne? Ich darf Geld ausgeben. Nein, das nicht. Ey, wir haben 3 Millionen. Geld aus mit deinen minus 41.000. Wir haben 3 Millionen, ich darf. Warum denn Ryan aus? Was mach ich denn? Ich fahre ja schon wieder vernünftig, ist ja gut. Nein. Bei mir will das niemand sehen, dass ich so kacke fahre. Doch. Gerade ich will das sehen. Einbahnstraße, hä? Ich brauch das. Aber ich kann neue Busse kaufen. Wir haben genug Geld. Du kannst auch mal vernünftige Kleidung von uns kaufen. Das geht nicht. Das geht halt wow. Nicht. Wollte ich gerade sagen, das geht jetzt einfach tatsächlich nicht. Das ist ein Bus-Simulator, kein Geh-Shoppen-Simulator.
kannst nur Busse kaufen. Ja, deswegen 21. 21 kannst du wenigstens süß aussehen. Ja, nee, ja. Nicht wirklich. Ja, die Klamotten sind aber schöner als die hier. Können wir nicht eine Mischung haben dazwischen? Nein. Och, Mann. Man kann nicht alles haben. Wow, die Oma gräbt den jungen Bengel an. Wollen wir ins Kino gehen? Oh. Hier ist was los, ey. Meine Fresse. Komm, und dann kaufe ich den Bus ja auch noch. Ah, schön, schön. Wir haben ja nicht genug Geld, ne? Nein. Doch. Nein. Wir haben viel zu viel Geld. Man kann nie zu viel haben, man weiß nie, wer fährt. Ich? Für meine Kosten reicht's. Ach, schön. Was sind meine Kosten? Du hast ja keine. Eine Fahrkarte, ja klar. Ich kann gerne so vorbeikommen, kannst du machen. Weißt du, trotz der Kacke, die ich gemacht habe, bringe ich trotzdem noch 19.000 nach Hause. Das habe ich mir gedacht, aber... Schäm dich. Nein. Es sei denn, Raven benimmt sich daneben. Das kommt noch. Hat er bisher bei mir nicht. Bei mir ist er ein bisschen artig. Seltsamerweise. Ja, Rotarm ist mir jetzt egal. Die richtige Einstellung, Rain. Rain. Sag einfach Rain. Rain. Rainy Man. Halleluja. It's Rainy Man. Raus. Mann, Angel, ich geh ja gleich. Wohin? Welch? Raus. Welch? Wieso, die Geschäfte haben schon zu? Was wissen ja, du wir haben draußen? Insgesamt 51 Ampeln bei Rot überfahren. Wer, du, ja. Nein, also ich weiß nicht, zähl das für mich alleine? Ich hatte bloß 4. Zusammenfassung, ja. Zusammenfassung, Woche 68, ja. Also das zählt für alle, ne? Für die Woche, ja. Ja. Also 51 Ampeln bei Rot überfahren in dieser Woche. Also von uns allen. Schwarzfahrer erwischt 102. Ey, so lange bin ich doch gar nicht dabei. Strafzettel für Rasen 25. Ich glaube, das ist aber insgesamt, weil guck mal, da steht ja insgesamt gefahren ja, Strecke 68. Das ist nicht nur die Woche, ich glaube, das ist allgemein. Deswegen habe ich ja gefragt. Das ist ich ja glaub, nicht von mir, das ist von allen. Also alles, was wir heute gemacht haben. Seit wir angefangen haben, ja. Ich weiß, wer die meisten roten Ampeln überfahren hat. Ja, ich auch. Ja, ich und Pelle 255. Bushaltestelle 118. Durchschnittsgeschwindigkeit 18,8 km/h. Insgesamt gefahrene Zeit 6 Stunden 46 Minuten und 19 Sekunden. Insgesamt gefahrene Kilometer 577. Raus, aus. Schön. Fahrer 14. Gelenkbusse 2. Erdgasbusse 6. Juh, die Stadtverwaltung fünf. Nein, schreib mir nicht an. Ach du grüne Neune. Ja gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ne? Wenn wir mit mehreren wieder fahren. Ja. Aber ich meine, wir haben gut was geschafft, Alter. Was ist denn in der Stadt jetzt da los? So. Gott, ich freue mich schon, wenn wir hier unten hin können. Nach Sonnenstein ja, und so. Ja, das da unten, die Gegend unten ist voll schön. Ich will da hin. Ich hab's halt in dem Video gesehen, ist mega schön. Ich hab's mir noch nicht genau angeguckt, ich habe nur die Bilder gesehen. Aua. Na gut. Ist Mappa schon fertig mit? Nee, Mappa ist noch nicht fertig mit ihrer Fahrt. Wir müssen noch warten, bis Mappa fertig ist. Welche fährst du gerade? Kartoffelsack? Alter, diese Namen. Wirkt so, ne? Mappa? Welche Nummer fährst du gerade? Die Fruchtbarkeitsroute. Ah. Fruchtbarkeit. 13. Wo endet die denn? Ich denk mal. Flüsterweg bis Hafen. Und von Hafen bis Flüsterweg. Sägewerk.
Fährst du Rundweg oder hast du Einzelweg? Ach Gott, weiß ich jetzt gar nicht. Ich war halt schon so oft hier am Sägewerk. Wenn du Rundweg hast, dann dauert das aber bis du durch bist. Aber können wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, warte, ich guck gleich, wie viele Haltestellen noch. Ist nicht so, siehst du einen hellblauen Weg oder nicht? Vor mir, ja. Das ist aber... Warte mal, Papa, du hast den Stream ja noch offen. Warte. Standard. Nee, hinter dir ist keine Linie. Ja, ich hab doch gesagt, vor mir. Ja, also wie gesagt, Rundweg, wir haben, wenn du hinter dir eine Linie hast. Okay, dann geht's. Nummer eins. Wo bin ich denn jetzt? Ja, da. Dann hast du nur noch den Weg hin. Dann musst du bis zum Hafen. Ja, haben wir auch. Haben wir auch. Okay. Es dauert zwar noch, aber okay. Kriegen wir hin. Dann können wir uns ja unterhalten. Wie geht's euch denn allen so? Oh Gott. Ey. Jetzt geht's los. Oh nein, es reicht. Komm, wir beobachten jetzt Mappe auf der Karte. Ich hab's gerade wieder zu. Achso, du meinst auf der Karte, das geht. Mach das, Luna. Schlaf schön. Ruh dich aus. Luna. Schlaf gut. Träum was Feines. Von kleinen Katzen und so. Schlag doch mitgenommen. Schön. Na, wenigstens erzählt sie mal einer, wo du drauf gucken kannst. Gute Nacht, auch von Angel. Time to say goodbye. Hallo? Hi. Will keiner mit? Arschlichten. Arschlichten? Was sind denn Arschlichten? Oh, über die Karte zuschauen, ihr könnt doch in der Kolonne hinterherfahren. Da müssen wir auf freie Fahrt machen. Aber kein Bock drauf. Nee. Ich bin grad froh. Weißt du, was wir eigentlich machen könnten? Hm? Wir können einen Bus irgendwie hinstellen, zusammenfahren, irgendwo in die Nähe und dann einfach bei ihr mit einsteigen. Stimmt. Haben wir eine Strecke, die da anfängt? Warte mal. Rölfchen, das Wölfchen. Das fängt oben in Oakville an. Ja, dann let's go. Glaube ich, warte mal. Ja, Oaksstraße. Okay. Da ist er doch gerade, oder? Nee, sie ist ja, sie ist jetzt bei der nächsten. Warte. Ist dann da? Kurpfad. Mitkommen. Spieler einladen. Nimm einfach irgendeinen Bus. Bus wählen. Mappa, warte auf uns. Ryan? Ja. Okay, dann nicht. Nimmst du mich mit? Du bist gerade ausgewählt. Oh! Ja, fahren! Ich hab die Haltestelle ausgelassen. Naja, ja, ist egal. Juckt niemanden. Huch, das war eine andere Tür offen. Okay. Weißt du nicht schon? Oder mit Fahrt? Ja! Das war ein Pferd. Ja, lieber ein Pferd als ein Dackel, ne? Solange es den gleichen Sattel hat. Ne, natürlich, Angel, natürlich. So, aber. Nein. Kann einer von euch denn den Bus weiterfahren? Nee, du fährst. Ja, du fährst. Geht nicht, ich muss meine Küche wischen. Hä, was? Mein Kater hat den Trinkbrunnen wieder ausgekippt. Das ist doch jetzt eine Ausrede. Nein, Bus leider kann nicht verwendet Sie werden. Haben meine Fahrkarte schon gesehen. Echt jetzt? Steht da. Bus ja, kann ich kann es aber nicht. Muss ich schnell... Ja, da muss ich die Route schnell fahren. Ich komm nicht mehr. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab ich Ihnen... Es
Ich glaube, irgendwann reicht's. Irgendwann reicht's. Benutzt sie eigentlich nur auf Kosten vom Mappa in dieser Bus. Reis? Nee, hab ich nicht. Nur Tickets. Was tust du da drin? Ich will mitfahren. Doch. Lass mich mitfahren. Warum machst du die Tür auf? Was? Ach, deswegen komm ich nicht vorwärts. Bitte lassen Sie den Rollifahrer raus. Nein! Schmeiß ihn raus! Schmeiß ihn um! Er fährt auch alleine! Nein, schmeiß ihn um! Schmeiß ihn um! Schmeiß ihn um! Wow, wie bist du denn drauf? Boah, lass dich rein. Irgendwas reißt. Das muss eine neue Sorte sein. Ich glaube auch. Irgendwas.
Spenden für die Beatboxer. Ich glaube, da können wir wirklich. Ich habe einen drinne gehabt, der hat während der Fahrt gesagt: Oh, mein Wochenticket ist ausgelaufen. Hoffentlich kontrolliert keiner. Ich erstmal angehalten, habe kontrolliert. Halbert, kannst du der Dufte mal fragen, ob er vielleicht da auch was macht? Da müssen wir mal gar nichts reden. Und die ganze Zeit drücken. Irgendwann reicht es. Du brauchst doch bloß das Klippen und dann die zu MP3 umwandeln. Ja, die Tonspur raus. Also, dass er den Tonspur umwandeln da will. Irgendwann reicht. Also, er hat sie, wie gesagt, mit dem Mistfliegen hingekriegt. Irgendwann reicht es. Es reicht langsam. Oh, gut, dann bist du ja. Irgendwann reicht es. Kannst du mich schieben? Weil ich auch nicht an dir vorbeigehen kann, zum Beispiel. Ich kann nicht. Hä, aber warum konntest du mich gerade schieben? Wieso macht ihr die Tür wieder zu? Stell dir mal vor, du steigst in Real Life in den Bus ein und der Kontrolleur steht die ganze Zeit nur bei dir und will immer wieder dein Ticket sehen und kontrollieren. Warum klappt das bei dir? Gott, sieh hinterher! Oh, geh von den Türen weg, ey! Was denn? Ich bin doch schon wieder drin! Kannst du das nochmal versuchen? Oh, das Turing muss heulen! Was da? Ryan? Ich kann die auch noch weiter. Erst stehen sie hier stundenlang und wenn ich mit den Tränchen wegwische, dann kann die kannst weiter. Du das warte mal. Nee, es funktioniert nicht. Warum nicht? Ich will das im... Sag im System. Ich kann dich jetzt aber nicht mehr schieben. Es geht nur, wenn sie fährt. Was hast du denn? Und dann kommt noch ein zweiter dazu, der dasselbe dann auch noch macht. Ja, Angel, das wäre sehr witzig. Nein, ich kann die gar nicht mehr schieben. Oh mein Gott. Auch aus meinem Fahrradstand!
Wie ging das denn? Aber ich kann ihn nicht mehr schieben, ne? Und oh mein Gott! Und Luft atmen ist wichtig! Wie lässt du mich hier für dich rein? Nochmal! Nochmal! Du komm auch rein! Ich bin da schon drin! Und Luft! Nein! Ja, was tut mir Scheiße? Ich stehe schon wieder drauf, was macht ihr? Gemacht. Seid ihr jetzt beide drin? Ja. Ich will beide nicht mehr einkriegen. Ich hab schon Schmerzen. Ich weine. Weine nicht. Wieso haben die Straße zugepackt? Ich meine, ich fahr doch. Was? Von mir war doch gar nichts. Ich habe ein dezentes Gefühl, dass der Virus nicht mehr wirklich ankommt. Ja, wenn ich andauernd meine Mitarbeiter einsammeln muss. Okay, das ich will rauspacken. Oh! 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 Ich kann das durchsichtig. Ja, nur lauf einfach los. Es geht nicht. Ich komme nicht raus. Das ist unsichtbare Wand. Kommst du zu mir zurück? Nein. Ich stecke fest. Ich komme hier nicht raus. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Nein, nein. Komm schon! Oh, Digga! Warum hast eigentlich immer du ausgesetzt? Kann ich jetzt mal rein? Ich kann nicht mehr. Es reicht langsam. Ja, es reicht langsam, genau. Willst du auch mal raus? Nein, eigentlich will ich dich rausschieben. Das war so ein schöner. Ich halt jetzt nicht nochmal an, ich muss meine Küche wischen. Oh, jetzt kann ich dich auch Nein. Gott sei Dank kann ich keine sehen! Huch. Jetzt geht's darum, wer wen als erstes rauskriegt. Nein! Nein! So viele überraschende Wendungen! Nein! Wo bist du? Ich will nicht! Ich will nicht! Nein! Oh, nein! Ist jetzt der nächste oder was? Ja. Irgendwann. Nein. Das ist ja. Danke. Ich glaube, sie hätte direkt an. Bist du wieder da? Ja. Schön. Ich glaube, man kann einfach nur entgegen der aktuellen Fahrtrichtung schieben, wenn der Bus fährt. Schade. Huch. Oh. Nein! Oh, ihr bringt mich so durcheinander, ich bin falsch abgebogen. Oh, nein, ich komme nicht mehr. Ich bin der Geist! Nein! Papa! Ich hab's alles gut, weiter, ich hab so kurze Beine, ich bin ein Lader. Warum steigst du nicht einfach ganz hinten? Nein, das ist doch viel kürzer. Ja, aber nein.
Irgendwann reicht's. Nein, nein! Ja! Ja! Hi. Wir sehen ganz schön verbraucht aus. Frag dich mal, warum wir verbraucht aus. Ja, bei dem ganzen Luftgeschnitten wundert es mich. Wie heißt eigentlich eure Busfirma? Die Höllenpfoten GmbH. Da steht's. Die Höllenpfoten GmbH. Nein, ich will, dass du auch rausfliegst. Komm schon, ey. Nein. Irgendwas reicht langsam. Irgendwas reicht. Du hast so gut davon auf. Danke. Nein. Nein, du. Sieht aus, aber im Programm, ja. Nein, ja, du doch auch. Ja, natürlich. Aber du auch. Also wenn ich morgen Muskelkater habe, weiß ich wovon. Ja, siehst du. Ich weine einfach schon. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich hier... Nein. Doch, komm, jetzt bist du mal wieder dran. Nein, ich will nicht. Jetzt ist das schön drin. Wann war sie denn das letzte Mal eine Haltestelle? Das gefühlt schon eine Weile her. Ja. Ich bin ja auch einmal verkehrt abgebogen wegen euch. Oh ja, genau. Murmeln. Geh schön da hinten hin. Murmeln. Wartet auf mich. Irgendwas. Papa! Wie Papa einfach erstmal so eine richtig scharfe Kurve da macht, das ist stark. Ob wir den Spaß des Lebens haben? Vielleicht. Ich hoffe, die Leute haben noch Spaß mit uns und. Jetzt gucken wir immer noch fünf Leute zu, also. Die scheint es ja auch zu feiern, was hier los ist. Oh Gott, ey. Die liegen bestimmt schon alle gekrümmt vor Lachen in der Ecke, du. Ich würde, wenn ich könnte. Kannst du. Schön. Wirklich schön. Ja, ja doch. Geht das drauf, wenn ich... Nein, geht es nicht. Willst du nicht? Oh, steigen neue Leute ein. Nein, steigen neue Leute ein. Wir können neue Leute mobben. Entschuldigung, ich werde hier reingedrängt. Na komm, setz dich auf die Stange. Vielleicht hättest du das Unternehmen lieber Mobbing-Service nennen sollen. Ich weiß ganz genau, dass ich nachher keine Stimme mehr haben werde. Ich sag's dir jetzt schon. Jupp. Weißt du, dass ich vorläufig erstmal nicht schlafen werde? Auch das weiß ich.
Ich muss meine Küche wischen. Ich muss meine Küche wischen. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Na klar, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gegeben. Ich habe irgendwas. Ich mag meine Katzen ja, ne? Aber in dem Moment hasse ich sie einfach. Meine Mama muss sie eigentlich beeilen, ne? Statt dass wir ihr helfen, dass sie sich beeilen kann. Ja, wie sollen wir das denn machen? Wir können ja nur mitführen. Naja. Verspätung! Wie viel Verspätung? Eben stand da noch minus 9, jetzt habe ich auf einmal 44 Sekunden plus, hä? Ja, weil, ja... Du hast ja die Zeit in der Haltestelle noch. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Nein. Sind es Fliesen oder Parkett in der Küche? Nein. Papa. Oder ist die nicht Haltestelle? Gott sei Dank. Ich muss sie so weit laufen. Musst du pinkeln? Nee. Ach nee, die läuft schon wieder draußen. Oh. Ich dachte, sie steht neben mir. Nee, das nicht. Das ist Ryan. Das ist ja furchtbar, wenn alle gleich aussehen. Nein, ich habe grüne Haare. Ich habe blaue Haare. Ich habe einen Schimmel im Kopf. Oh ja, geiler Schimmel. Oh nein, huch. Geiler Schimmel. Oh. Wer schimmelt? Ich. Ja, bitte. Was? Klar. Achso. Hier. Ah! Nicht schon wieder. Nein. Du bist dran. Nein. Bitte alle aufsteigen. Oh, Gott sei Dank. Nein, komm, schnell die Endstation. Komm, schnell nochmal. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Komm mit. Okay, wir beide zusammen. Ich will irgendwie... Komm. Ich will da auch rein. Komm. Ich will auch. Nein, wir sind beide. Beide, nicht alle alleine. Papa. Nein, wo bin ich schon ein wenig mit raus? Du musst lustig auf den Bus. Hab ich ihn schon gesagt? Warum glaubst du denn, wenn du anstatt noch fahren sollen? Nein. Was ist es denn nun, hä? Was auch stehe ich hier? Was? Warum? Hey, warte auf mich! Oh, Angel fragt, was ist nun der nächste? Fliesen oder Parkett? Mappa? Ja, Mappa kaputt gemacht. Ich glaube auch. Alter, wie viel Clips ich gemacht hat. Ach, schön. Ach, meine Stimme wirklich? Ist tot. Wirklich? Ich bin ja auch nicht zu der Halsblatt weh. Also Mappa, was hast du denn? Fliesen oder Parkett in der Küche? Ich kann mir noch Linoleum. Linoleum? Ja, der kann das ab. Oh mein Gott. Nein, aus. Nein. Ja, ganz bescheuert. Wie oft wollen Sie die? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Nächster Halt, Ölhafen. Nord, Endstation. Warum kommst du mal hinter mich? Was ist das? Ich bedränge dich. Ciao. Nein. Huch. Oh. Ich bin wieder in unserem Bus. Ich stehe hier. Okay. Ryan? Ich stehe mit meinem Bus. Minus 10.000. Ryan. Ja. Du bist einfach mal 2,8 Kilometer von mir entfernt. Ja, ich stehe in der Endhaltestelle und stehe jetzt mit meinen Freunden. Wir sind jetzt die Gang. Ryan? Ja, guck doch mal unsere Gang. Warte. Ey, yo. Was geht? Yo, eine Gang. Ryan. Ich bin hier alleine. Ja, ich bin jetzt bei meiner Gang, warte. Warte mal. Oh, schade, dann kommst du leider nicht direkt hierher. Hier, warte, ich bin jetzt bei meiner Gang. Bei deiner Gang. Das ist eine coole Gang.
Ich sehe am besten aus. Nein. Danke. Einfach. Nein. Vor allem, jetzt bist du alleine. Oh. Das war interessant. Um 3 Uhr nachts. Mehr als das. Ich fand den gut. Es waren jetzt auch nur 14 Stunden, die wir gestreamt haben. Ja, 14,5. Nein. Ja, eine Stunde zählt bei dir nicht. Doch, 20 beziehungsweise 20 Minuten muss abziehen, also 14 Stunden und 15 Minuten. Ja. Ja. Ungefähr, ja. Aufgerundet? Nicht ungefähr, bei 20 Minuten. Wie ist da? Ja, ja. Ich habe 20 Minuten Countdown. Ich hab, ja, ich hatte 1,5, glaube ich, oder 2. Irgendwie so. Schön. Wirklich.